Die 30-jährige Chantal bei ihrem Auftritt auf der Bühne im Essener Kulturcafé Trier. Sie ist in ihrem Element. Ihr Zwillingsbruder Pascal, ihr größter Fan. Er bewundert seine Schwester dafür, dass sie so viel aus ihrem Leben macht, trotz ihrer schweren Behinderung. Die beiden Zwillinge halten zusammen, auch wenn sie sich nur noch selten sehen. Pascal wohnt im Rheinland und Chantal eine Stunde entfernt im Ruhrgebiet. Chantal ist durch einen genetischen Defekt ohne Hände und Füße auf die Welt gekommen. Verstehen kann sie das nicht. Es gibt schon Momente, wo ich da auch so gehadert habe oder mich halt gefragt habe, warum die Behinderung so schwer ist. Aber ich bin so ein Mensch, ich versuche das dann auf so eine rationale Ebene zu schieben und dann sage ich mir, was bringt jetzt? Was bringt, wenn ich mich dauernd frage, warum bin ich so, wie ich bin? Ich bin eben so, wie ich bin. Und ich habe ja auch das Glück, dass ich wirklich auch viel Hilfe habe durch meinen Assistenten, durch meine Freunde und dadurch auch die Behinderung gar nicht so stark spüre, weil ich einfach vieles auch machen kann. Assistentin Nicola ist eine von mehreren Hilfskräften, die Chantal beschäftigt. Denn auch bei vielen alltäglichen Dingen braucht sie Unterstützung. Aber sie bittet nur um Hilfe, wenn es gar nicht anders geht. Ich denke, man soll sich einfach über die kleinen Dinge im Leben freuen. Also gibt es einfach vieles. Oder wie man sich beruflich weiterentwickelt, was für Menschen man im Alltag trifft. Ich finde immer zwischenmenschliche Begegnungen sehr bereichernd. Zum Beispiel auch, wenn ich eine neue Assistentin wieder im Team habe, ist das für mich auch wieder spannend zu gucken, wie die sich entwickelt, wie die hinterher auch ganz locker mit mir umgeht und irgendwie merkt, ach, ist ja gar nicht so schlimm mit der Behinderung, merkt, wie sich das relativiert. Das sind auch so Momente, wo ich irgendwie merke, wie sich ein Mensch entwickelt, was ich auch echt schön finde. Ich denke, es ist wichtig, dass man nicht immer darauf schaut, wie andere Menschen einen sehen. Es ist wichtig, dass man mit sich selber einfach im Reinen ist, mit sich selber klarkommt. Und Akzeptanz, ist halt manchmal schwierig. Wir müssen das nochmal machen. So, das Gelenk will mal wieder nicht. So. Auch schon alt, um die 30 Jahre rum. Chantals Zwillingsbruder Pascal ist ein leidenschaftlicher Sportler. Er hat Sportmanagement studiert. Jetzt arbeitet er als Gesundheitscoach in einem Kölner Fitnesszentrum. Die Gesundheit ist, denke ich, sehr wichtig, weil sie den Menschen einfach viel gibt, die den Menschen einfach auch ein Stück weit glücklich macht oder froh macht. Trotzdem hat Pascal ein anderes Verständnis von Glück entwickelt. Körperliche Fitness bedeutet ihm nicht alles im Leben. Vom Glücksfaktor her habe ich teilweise wirklich gesehen, dass meine Schwester mir voraus ist und dass sie in vielen Dingen einfach das Leben leichter sieht, leichter nimmt, obwohl sie schwere Voraussetzungen hat. Und das ist für mich immer wieder quasi so ein Hallo-Wach-Effekt oder sowas, wo ich dann wieder sage, Pascal, was machst du es dir schwer? Chantal und Pascal treffen sich alle paar Monate bei ihrer Mutter. Auch Schwester Nicole ist heute dabei. Sie denken gern an ihre Kindheit zurück. Aber längst nicht alles war einfach. Mutter Monika erinnert sich noch gut an die Geburt vor 30 Jahren. Zuerst kam Pascal, 7 Minuten später seine Zwillingsschwester. Als Chantal geboren wurde, war es auch so, dass sie nach der Geburt geschrien hat, wie das so alle Babys tun. Und dann war Stille im Kreißsaal und ich war überrascht, weil ich dachte, das Kind lebt doch, die hat doch geschrien. Wieso sagt keiner was? Beim Pascal haben sich alle doch so gefreut, es ist ein Junge. Und wieso sagt jetzt keiner was? Und nachdem einige Minuten Stille vorbei waren, sagte der Arzt, zeigen Sie der Mutter das Kind. Und dann kam die Hebamme zu mir und sagte, mit Prothesen kann man doch eine ganze Menge heute schon machen. Musik.
Ich habe halt, glaube ich, recht früh schon meine ersten Prothesen bekommen. Die hat dann nur mehr meine Puppe angehabt als ich. Ich bin hauptsächlich auf den Popo gerutscht. Genau. Und dann im Urlaub hatte ich so eine Lederhose an, wo ich auf dem Sand rumgehüpft bin. Und dann ja richtig laufen lernen. Ich würde sagen, so mit, ja, in der Grundschule bin ich schon ein bisschen rumgelaufen. Chantal bekommt trotz ihrer Behinderung aber keine Sonderbehandlung in der Familie. Dadurch lernt sie, sich durchzusetzen. Also meine vier Kinder unterscheiden sich im einen Punkt, was Chantal angeht, dass Chantal die stärkste unter ihnen ist, psychisch und auch von ihrer Lebensfreude her. Sie freut sich einfach über Kleinigkeiten, über kleine Fortschritte und hat nicht so große Erwartungen. Und ich denke, das macht sie einfach glücklich. Bis zu 1 Kilometer traut sich Chantal heute, auf ihren Prothesen zu laufen. Ihre Arme und Beine entzünden sich immer wieder. Die Knochen wurden deshalb schon mehrfach von Professor Dr. Hans-Henning Wetz operiert. Trotz aller Schmerzen, Chantal lässt sich nicht unterkriegen. Den seltenen genetischen Defekt ihres Körpers kann sie gut ausgleichen. Ihr Arzt ist begeistert von ihrer ansteckenden Lebensfreude. Sie ist heute ein vollwertiges Mitglied unserer Gesellschaft. Sie ist Diplompsychologin und sie hat ein Amt und sie betreut andere behinderte Menschen. Sie kann singen wie eine Nachtigall, das hat sie vielleicht gar nicht erzählt, oder doch? Doch, hat sie erzählt. Und ist da auch noch begabt. Ne? Und ich bin sehr stolz auf sie, das muss ich wirklich sagen. Also Chantal ist schon gut. Das will ich auf jeden Fall gerne mal anziehen. Ja. Kannst du mir da mal helfen? Ja, gerne. Danke. Chantal freut sich auf ihren Auftritt als Sängerin am Abend. Sie hat Spaß daran, ihr Talent vor anderen zu zeigen. Ja, mein Name ist Chantal und ich freue mich ganz doll, heute auf der Bühne zusammen mit dem Soul Food Orchestra zu sein. Ja, und wir beginnen direkt mit dem ersten Lied. Viel Spaß! Not lost in a world of struggle. No longer could I. Independence and power of other people's aim. I walk by his hand. Ein Lied habe ich gesungen, hieß My Everything. Das ist so ein Lied, was mich eigentlich sehr bewegt hat. Es war in der Zeit, wo ich halt nicht wusste, ob Gott da ist und nicht sicher war, ob er mich hört, ob er weiß, wie es mir geht. Oder auch so ein bisschen die Frage, in was für einer Gesellschaft lebe ich? Ist das eine Gesellschaft, die Druck auf mich ausübt? Und eine, die mich irgendwie versucht zu formen, kann ich einfach so sein, wie ich bin. He is love, he is life, he is everything. He is love, he is life, he is everything. He is love, he is life. Der Glaube gibt Chantal Selbstvertrauen. Sie fühlt sich von Gott geliebt. Bei ihren Mitmenschen macht sie unterschiedliche Erfahrungen. Weiß nicht, was jetzt ein normaler Umgang mit Behinderten ist und was nicht normaler ist. Also was auf jeden Fall auffällig ist, dass manche so ein bisschen ängstlich sind und distanziert sind und versuchen einen so anzuschauen, dann gucken sie einen an und dann gucken sie ganz schnell weg. Die haben vielleicht auch oft Berührungsängste und sind nicht so erfahren im Umgang mit Behinderten. Ja, im Grunde würde ich mir wünschen, wenn sie ganz normal mit mir umgehen würden. Aber das muss man vielleicht auch erstmal ein bisschen lernen. Chantal traut sich immer mehr zu. Schon seit Jahren will sie selbst Auto fahren können. Körperlich eine echte Herausforderung. Jetzt klappt es endlich mit dem Führerschein. Ein weiteres Stück Unabhängigkeit trotz ihrer Behinderung. Ich fühle mich sehr frei. Nur ich muss noch so viel achten, deswegen kommt das wahre Freiheitsgefühl wohl erst später. Ein Grundbedürfnis von Chantal, sich immer wieder zu verändern. Neues auszuprobieren. Oh, Sport. Ich glaube, ich kann mir jetzt diese Dimension des Autofahrens noch gar nicht so vorstellen, was für eine Freiheit das bedeutet. In meinem Gedanken habe ich dann schon so Spinnereien, oh, auf jeden Fall nach Paris fahren, weil ich Frankreich so toll finde.
Durch ihr Leben mit einer Behinderung erfährt sie alles aus einer anderen Perspektive, alleine oder mit anderen. Ja, es klingt vielleicht merkwürdig, aber ich bin mir schon ziemlich sicher, dass Gott einen Plan damit hat. Dass ich vielleicht extra so diese Behinderung habe, um anderen Menschen Mut zu machen, um zu zeigen, dass es nicht aufs Körperliche ankommt, um ein glückliches Leben zu führen, sondern dass einfach darauf ankommt, was man im Herzen hat und wie man anderen Menschen begegnet. Und ich erlebe auch sehr häufig durch meine Behinderung viel Hilfe oder andere Menschen, die sagen, was, du kommst mit so einer Behinderung klar, ich habe schon bei dir in den Sachen meine Schwierigkeiten, dass ich manche Probleme einfach relativieren. Dadurch, dass sie mich einfach sehen. Und das finde ich ja auch schön, wenn dann ja ihre Probleme etwas kleiner werden dadurch. Pascal empfindet gemeinsame Zeit mit seiner Schwester als Ermutigung. Viel zu selten haben die beiden Zwillinge aber die Gelegenheit, zusammen unterwegs zu sein. Als treibende Kraft ergreift meistens Chantal die Initiative. Sie versucht auch immer wieder, ihren Bruder aufzuheitern, wenn dieser sich mal wieder Sorgen über die Zukunft macht. Letztendlich gibt es Mut zu sehen, dass Veränderungen immer möglich sind, also zu jeder Zeit. Das sehe ich halt bei meiner Schwester sehr schön halt dann auch. Also weil sie ja auch durch den Glauben letztendlich ihren Lebenssinn halt auch stark gefunden hat. Sie weiß, es ist nicht vergebens, dass sie so lebt, wie sie lebt. Sie hat nicht aufgegeben, sondern hat das einfach, was ihr gegeben worden ist, zum Besten gemacht. Ne? Und das ist, denke ich, Reformation pur. Mit der Reformation verbinde ich Martin Luther und eben, dass Gott einen so annimmt, wie man ist und dass man nicht irgendwie einen Ablass leisten muss, besondere gute Werke erbringen muss, um im Grunde von Gottes Liebe angenommen zu werden, von Gott angenommen zu werden. Pascal und Chantal sind ungleiche Zwillinge, trotzdem verbindet sie eines. Beide haben ihre Grenzen überschritten und einen neuen Blickwinkel auf ihr Leben gewonnen. Ich glaube, wir setzen uns einfach immer viel zu hohe Ziele oder die Gesellschaft setzt uns so hohe Ziele. Wir müssen was Besonderes sein, wir sind was Besonderes, einfach dadurch, dass wir existieren und müssen nicht die Helden rauslassen. Wir müssen kein Superstar sein, wir können einfach wir selbst sein. Your eyes, I'm your child and precious. Be born by your love. When I'm in need, I know I can trust in you, my Lord. Cause you make me strong. He is love, he is life, he is everything. He is love, he is life, he is everything. He is love, he is life, he is everything.